Moin und herzlich willkommen auf dem Kanal No Pain, No Game. Mein Name ist Frankie. Ich bin der Boris. Und wir machen heute den nächsten Einheitenfokus mit euch. Und zwar wieder, wie ihr seht, Lannister. Und wir haben heute was ganz Spezielles mitgebracht. Und zwar die, wie heißen sie? Pyromancer oder Pyromantiker. Pyromantiker, genau, das ist das deutsche Wort. Pyromantiker, eine Fernkampfeinheit, die kostet 6 Punkte? Nee, die kostet 7 Punkte, 7 wenn Punkte. Ich mich nicht täusche. Also richtig teuer, die Jungs. Ich kriege eine 5er Bewegung. Einen Fernkampf auf kurz mit, ich glaube, 6, 5, 3. Ja, ne? Ja. Auf 3 plus, kurze Reichweite nur, das darf man hier nicht vergessen. Wir haben eine Nahkampfattacke auch mit 6, 5, 3, auch auf die 3 plus. Wir kriegen eine 6er Rüstung, das ist nur wirklich. Ja, die haben auch nur ihre Mäntel an. Also genau, schlechter geht's nicht. Also 6 saved euch immer automatisch. 6 saved immer. Das heißt, denen ist das alles egal, 6 genau. Plus. 7er Moral. Also wieder ein Durchschnittsmoral. Klassischer Lannister. Moralwert. Kriege grausam. Das heißt, wenn ich angreife, minus 2 auf den Moralwert des Gegners. Angreifen meint jetzt hier genau. Eine Attacke durchführen. Ihr Seefeuer. Genau. Und Seefeuer, das kannst du gerne erklären. Seefeuer soll ich erklären. Also es ist kurze Reichweite. Es ist eine Fernkampfattacke. Kurze Reichweite. Der Verteidiger bekommt minus 2 auf Moralwert nach diesem Angriff. Muss er ja einen Moralwert-Check machen. Er kriegt dann minus 2 drauf. Und jetzt die krasse Sonderregel. Er hat keine Rüstung dagegen. Ja. Wenn ich meine 6 Würfel würfel, ich habe davon 4 Treffer, dann verliert er auch 4 Leute. Genau. Oder 4 Lebenspunkte, besser gesagt. Ja. Das Seefeuer kann ich ebenfalls im Nahkampf einsetzen. Die Attackenzahl ist genau dasselbe. Also wir haben das jetzt hier nicht das Klassische, dass Fernkampfeinheiten im Nahkampf sind ja normal die Würfel schlechter bei Fernkampfeinheiten. Hier ist es genau dasselbe. Ich treffe sogar auch auf die 3 plus. Ich habe wieder 6, 4, 3 oder was? Hattest du vorhin so schön erklärt? 6, 5, 3. 6, 5, 3 Attacken. Hat dieselben Sonderregeln wie das Seefeuer oben, also wieder dieses Grausam, keine Rüstung. Der einzige Nachteil im Nahkampf ist, wenn ich eine 1 würfel, dann kriege ich einen meiner eigenen. Beim Treffen. Wenn ich eine 1 würfel, genau, dann töte ich eins meiner eigenen Modelle. Das ist der einzige Nachteil von dem Seefeuer. Genau. Ich finde diese Einheit ziemlich cool. Man muss natürlich genau abwägen, wie man die einsetzt. Durch die kurze Reichweite. Ja, genau. Ich habe nur eine kurze Reichweite, habe aber eine Antwort gegen Einheiten, die den hohen Rüstungswurf haben. Genau, also Rüstung ist mir vollkommen egal. Genau. Das grill ich einfach weg und auch dieses minus 2 auf Moralwert ist auch immer ziemlich gut. Klassisches Beispiel sind zum Beispiel diese Flayed Man heißen die, glaube ich. Die Reiterei. Die Reiterei von den Boten. 2 plus Rüstung, einfach nur heftig. Andererseits, ne, ich habe, wie viele Attacken? 6 Attacken. Ja. Im Schnitt treffe ich 4. Ich nehme einen Reiter raus. Ein Reiter plus eine Runde. Genau, ein Reiter plus eine Runde. Man muss hier halt gucken. Ich glaube, ich würde wirklich versuchen, diese Einheiten, also gegnerischen Einheiten im Nahkampf zu binden und mein Seefeuer da reinzuwerfen. Ich muss dann ja zwar auch einen Paniktest machen, aber durch, wir haben es ja gesagt, wir haben ja eigentlich immer den Hauptmann dabei, schaffe ich den? Genau, wir können uns mal gleich die Attachments anschauen. Aber genau. Lass uns vorher einmal kurz in die Wir machen einmal die Attachments. Es gibt hier 2 Attachments, die man nehmen kann. Ich würde sie. Also man könnte mehr nehmen, aber zwei, die unserer Meinung nach Sinn machen. Ne? Die Sinn machen könnten. Ich würde sie wieder ohne alles eigentlich spielen. Genau, aber. Aha, genau, aber eins könnt ihr euch sicherlich, wenn ihr die anderen Einheiten Fokusse euch angeschaut habt, dann wisst ihr genau, wovon wir sprechen. Wir reden hier von dem Hauptmann der Garde, dass wir uns einfach moralwertmäßig absichern und sagen, ey, wir möchten jetzt nicht noch mehr verlieren, weil wir so viel durch Rüstungswürfe verlieren. Dann auch noch durch Moralwert. 7 ist halt nicht so gut. Genau. Aber die andere Alternative, und die fand ich, als wir im Vorgespräch uns darüber unterhalten haben, interessant. Ist der kampferprobte Veteran. Ist zwar für den Nahkampf, aber es sind halt 2 Würfe mehr, wenn ich im Nahkampf den Nahkampf begonnen habe. Das heißt, wenn diese Einheit wirklich mal gecharged wird, was ich eigentlich vermeiden möchte, habe ich halt 6, 7, 5 Attacken. Ja, ich kann Rüstung. Es wahrscheinlich nie vermeiden. Nee, 100%. Ich bin auf 1er Reichweite, um zu schießen. Wenn ich in 1er Reichweite bin, dann wähle ich als Pyromantiker niemals den Angriff. Nahkampfangriff, genau. Sondern ich wähle den Wurf, dass ich reinwerfe. Dann kann es sein, dass ich angegriffen werde und bei meiner nächsten Aktivierung bin ich in der Regel schon im Nahkampf drin. Also ich würde niemals den Angriff wählen. Immer wenn ich die Möglichkeit habe, schieße ich. Vor allem, wie du ja gerade schon angefangen hast zu sagen,
selbst wenn ich im Nahkampf mit einer Gegner, also in der, im Nahkampf ist die Einheit, die ich beschießen würde, würde ich reinwerfen, weil in der Regel haben meine Lannister diesen Hauptmann der Garde und ich verliere ich werde maximal einen. Genau, und ich werde einfach im Durchschnitt immer mehr Schaden machen, als was ich selber kriege. Ich werde höchstwahrscheinlich immer einen verlieren, aber ich werde höchstwahrscheinlich immer drei bis vier. Höchstwahrscheinlich gar nicht, aber. Ja, ich werde genau einen verlieren. Maximal einen. Ja, maximal. Ich kann den auch schaffen, aber da ich auch sieben habe und da ja auch dieses Grausam auf mich triggern würde, ja ich werfe da einen Nahkampf rein. Ist doch ein Angriff darauf. Das wäre nochmal eine Regelfrage, die man klären müsste. Zählt das Grausam? Das steht Verteidiger erleiden einen Moralwert von minus 2. Das stimmt, du bist nicht der Verteidiger. Kein Grausam. Stimmt, dann würde ich maximal einen verlieren. Kann ich auch mit sieben auch mal gut schaffen, da hast du vollkommen recht. Ja. Aber der Gegner wird eigentlich immer vier Modelle verlieren. Im Schnitt wird er vier Modelle verlieren. Und das ist einfach ein guter Trade. Genau, da können wir gleich auch taktisch was zu sagen, wie du das denn einsetzen würdest. Du hattest gesagt, oder die Idee ist dann hinter, dass ich eine Einheit nehme und meine so schräg dahinter oder zwischen zwei Einheiten Gap lasse, die dahinter laufen lasse. Und ich muss ja nur durch dieses Gap durchsehen. Genau, ich muss ja nur eine Kante der gegnerischen Einheit sehen können. Ich muss natürlich die Reichweite muss ich haben. Ich kann vorher noch shiften. Aber es ist einfach so, als Unterstützung einfach in den Nahkampf reinwerfen. Und man kriegt damit halt auch Einheiten platt, wo man normalerweise sagen würde, das werde ich irgendwann verlieren. Also bestes Beispiel ist halt diese Reiter, die Botenreiter mit 2 plus Rüstung. Die haben 8 Attacken, wenn die angreifen. Die rasen eigentlich auch nicht durch meine Guardsmen komplett durch, aber wenn sich der Nahkampf länger hinzieht, werden sie diese Guardsmen auseinandernehmen. Aber, und die werden halt selber höchstwahrscheinlich nichts verlieren, weil die safen einfach immer auf die 2 plus. Wenn die aber... Was haben die Moralwert Boten auch relativ hoch? Die haben 5. Also ich aber auf die 7, genau, die würden auch im Schnitt, jede Hälfte, die würden natürlich durch Moral meinen Lebenspunkt verlieren. Natürlich würden sie meinen Lebenspunkt verlieren, hat aber auch jeder 3, ne? Aber so werden sie auch jede Runde ein Modell verlieren. Auf jeden Fall, wenn ich da jede Runde reinwerfe. 4 Lebenspunkte. So, und nach 3 Runden dann sogar das 4. Modell. Genau. Und ich sag jetzt auch mal, selbst wenn 2 Modelle schon weg sind, bei Reiterei reichen mir 2 Modelle, um eine Reihe wegzumachen, dann halbiert er schon mal fast seinen Attack. So. Und das ist einfach so der Gedanke hinter den Pyromantikern, bei mir. Das ist so, wie ich sie spielen würde. So wie ich sie jetzt bis jetzt eingebaut habe in meiner Armee, ich konnte sie jetzt noch nicht wirklich testen, habe ich sie ohne Attachment eingebaut, aber wie gesagt, der Hauptmann der Garde, den kann man immer nehmen. Und den Veteran mit diesen plus 2 Attacken, wenn ich selber angegriffen werde, ist einfach mal eine Idee, dass ich selbst im Nahkampf nochmal, selbst wenn dann nur noch irgendwas steht, eine Reihe steht, habe ich immer noch 5 Würfel. Das tut auch nochmal weh, selbst wenn ich zurückschieße. Also kämpfe, werfe. Mhm. Also. Ja, was natürlich nicht ist, ist so eine. Ich habe, also, ist das eine Brechereinheit? Nee. Die stelle ich nicht vorne in die Mitte und laufe nach vorne. Das wäre typisches, blöd. Also für mich ist das typisches Support-Einheit. Typische zweite Reihe, oder wie man aus anderen Spielen sagt, das ist ein typischer DD, der will nicht selber Schaden kriegen, der will nicht selber als Ziel angewiesen werden, der will einfach nur seinen Damage abholen. Genau, ja, würde ich auch sehen. Teuer, ne? Was ist die teuerste Einheit der Lannister? Nee, die Reiterei ist die teuerste Einheit. Die haben wir noch nicht besprochen, aber bisher die teuerste Einheit. Also die absolute Elite. Genau. Und wir haben nur eine 6er Hose, ne? Also 6er Rüstungshose. Genau. Und so teuer, dass. Man muss aber halt auch einfach sagen, dass der Gegner keine Rüstung hat. Das ist geil. Vor allen Dingen, die haben ja auch nicht gerade wenig. 6 Würfel auf die 3 plus sind im Durchschnitt immer 4 Treffer. Roundabout, ne? Gibst du mir recht? 6? Ja, 4 Treffer. 4 Treffer, das heißt 4 Lebenspunkte weg. Also entweder 4 Modelle oder ein Reitermodell und 1 angekratzt. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Also müsst ihr euch halt natürlich auch gut ist, vorstellen. Dass ich immer ein. Ja, wobei, wenn ich jetzt diese Tullys nehme, die nur im Nahkampf oder auch gegen Fernkampf W3 raus? Das ist ja jetzt die Frage. Die blocken ja W3, ne? Das ist jetzt die Frage, ob das ein automatischer Safe ist oder ob sie Mounts wegnehmen. Keine Mounts. Da hast du keine Rüstung. Stimmt. Das müsste man nochmal gucken. Das wäre interessant. Aber das werden wir dann Prinzip, mal, wenn wir die Tullys besprechen, genauer. Uns anschauen, genau. Wenn ja auch demnächst zu den Starks rübergehen. Genau, die wird der Frank präsentieren. Vielleicht haben wir uns auch entschieden, parallel schon immer mal ein Stark-Video zu bringen. Wissen wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Kommen wir zu einem Abschieds. Entschuldigung, jetzt geht der Mund. Okay. Kommen wir zu einem Abschlussfazit. Ja, also eine teure Einheit, eine
Also wenn wir schon bei den Armbrustschützen von Glaskanonen sprechen, sprechen wir hier von einer glasigen Glaskanone. Ja. Hat Wumms, weil du halt Rüstungswürfel, aber haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, gegen Wildlinge, die lachen sich schlapp. Ja, die lachen sich schlapp. Das ist, die haben keine Rüstung. Genau, die sagen, ja, und ja gut, diese Moral wird nur 2, das ist schon ätzend. Ja, aber. Aber ja. Da, dafür so viele Punkte ausgeben, das wird man nicht machen, aber man kann ja auf den Turnieren zwei Listen dabei haben. Und genau, weil ich gegen Wildlinge habe. Ich sehe ja nicht, ob ich gegen Wildlinge habe. Genau, das weißt du nicht, so 50-50 Chance, aber. Genau. Ja, aber sonst tatsächlich wirklich eine Antwort gegen diese Brechereinheiten, die so ein bisschen für, ja, ich sag mal, Spuk sorgen, dass man sagt, wie soll ich gegen so eine heftige Reitereinheit vorgehen, die 2 plus Rüstungswurf hat? Oder wie gehe ich so gegen so einen Schildwall von Lannister vor? Genau, also es ist einfach. Schmeißt du rein und dann. Also gerade gegen die Bodenreiterei mit 2 plus Rüstung ist das richtig gut. Genau. Aber man muss sie halt auch richtig einsetzen. Das stimmt. Also wenn man die alleine irgendwo auf einer Ecke stehen lässt, die werden abgeräumt. Das brauchen wir nicht machen. Die brauchen Schutz davor. Ansonsten braucht ihr die meiner Meinung nach gar nicht erst aufstellen. Die gehen nach Hause dann. Ja, 6er Rüstung ist einfach auch nicht. Ja, das ist gar nichts. Die nehmen vielleicht dann nochmal 3, 4 Modelle mit, aber dann ist die Einheit weg. Genau. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, Zuhören, würden uns selber ein Like oder ein Abo freuen. Genau. Das Abo ist vor allem dafür wichtig, wenn ihr dann die Glocke noch anschaltet, dann seht ihr immer wieder, wenn ein neues Einheitenfokus-Video oder irgendein Video von uns erscheint, denn es erscheinen regelmäßig Videos und ja, wenn ihr die sehen wollt und gespannt seid, dann schaltet die Glocke ein. Uns interessiert aber auch, denn wir sind jetzt schon eine ganze Weile mit diesen Einheitenfokus-Reihe in The Song of Ice and Fire dabei. Was sagt ihr eigentlich zu dieser Einheit? Spielt ihr sie nicht? Findet ihr sie gut? Findet ihr sie zu teuer? Habt ihr gute Erlebnisse damit gehabt? Das würde uns interessieren. Sehr interessieren. Und uns genau. Würde auch nochmal interessieren, weil wir am Überlegen sind, vielleicht auch nochmal ein paar Taktikvideos zu machen, ob euch sowas interessieren würde. Schreibt uns genau. Das doch gerne in die Kommentare. Wir würden uns freuen. Genau. Reingehauen. Bis dann. Ciao. Ciao.